Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt bei Franken Auto Adventures. Ja, wie ihr seht, ich bin schon wieder voll in einem Abenteuer drinnen. Und zwar, ich bin heute, ich hätte jetzt eigentlich gerne gesagt, im wunderschönen Altmühltal. Naja, momentan ist nicht gar so wunderschön, weil es hat sich komplett eingeregnet. Ich habe eine Tour insgesamt jetzt von 160 Kilometern vor mir. Ja, ich habe gerade mal 10 Kilometer hinter mir. Schon der erste dicke Regenschauer, der aber jetzt zum Glück ein bisschen schwächer wird. Hinzu kommt, ja, erste Umleitung durfte ich auch schon fahren, weil ich kam jetzt gerade, ja, hätte eine Brücke sein sollen, ist aber leider keine mehr, da Baustelle. Das heißt, ich suche mir jetzt gerade, darum gucke ich so nebenbei ein bisschen aufs Handy, einen Alternativweg, weil ich musste unten einen Fluss überqueren. Ja, ich bin ganz froh, ich habe mir nämlich kurz vor der Tour ein bisschen Regenklamotte gekauft. Meine Jacke habe ich schon länger. Da hoffe ich einmal, dass die ein bisschen mitspielt, weil die war zum letzten Mal ganz dicht. Die habe ich jetzt neu imprägniert. Mal schauen. Ich habe jetzt noch eine Regenhose, eine neue, so Regenüberziehschuhe. Wenn alles nichts mehr hilft, noch einen Regenponcho. Aber im Moment ist es, haut jetzt ganz schön runter hier. Ist nicht gar so spaßig, aber laut Wetterradar sollte es bloß so eine Schauerwolke sein, aber im Moment schaut es eher schlecht aus. Ich hoffe überhaupt, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Und ja, wie gesagt, die Route ist insgesamt 160 Kilometer. Ich habe es mir allerdings ein bisschen eingeteilt in drei Etappen. Das heißt, ich mache Übernachtungen, weil ich weiß noch nicht so ganz mit den großen Entfernungen. Das habe ich im letzten Video schon gesagt gehabt. Muss ich mir erst einmal rantasten. Andere fahren das natürlich in einem Zug durch. Aber soweit, so fit fühle ich mich noch nicht. Und gucke erst mal, wie das dann so ist. Ich hoffe, dass ich schöne Bilder einfange, vor allem weniger verregnete. Und ich fahre jetzt erstmal weiter durchs Nass und melde mich später nochmal. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, ich bin jetzt in Weißenburg angekommen. Ja, vielleicht mal kurz zur Route. Ich bin heute Morgen gestartet südlich von Treuchtlingen in Pappenheim. Bin jetzt ein Stück Richtung Norden gefahren. Ich habe so 20, 25 Kilometer, glaube ich, hinter mir. Bin jetzt hier mitten in der Innenstadt von Weißenburg. Da hinter mir ist nicht so ein Museum und da sind auch Schließfächer drin mit Möglichkeiten zum Akkuladen. Ich habe zwar jetzt momentan erst 15% verbrannt, aber ich habe bei der letzten Tour gemerkt, nimm mit, was zum Mitnehmen ist. Und von daher, ich habe jetzt einfach mal die Gelegenheit genutzt, weil ich wollte eine Kaffeepause machen. Ich habe jetzt momentan den Akku noch hinter mir im Schließfach drinnen und ja, habe jetzt einfach mal ein bisschen nachgeladen. Hier vor mir steht das Bike, heute wieder proper voll. Alles, da habe ich jetzt auch mal die Powerbank noch ans Handy dran gehängt, dass das ein bisschen nachgeladen ist. Und ja, schönes Innenstädtchen, weil ich war jetzt hier in der Altstadt auch noch nicht in Weißenburg. Ja, ich bin jetzt hier am ersten richtigen Anstieg. Das sind jetzt ja, 10% Steigung. Wir haben jetzt die Unterstützung ein bisschen hochgeschaltet, aber ich merke schon echtes Gewicht hinten drauf. Oh ja, es zieht an, die Steigung zieht an. 11%. Ja, der ist kräftig, der Berg. Gut, 300 Watt, alles klar. Jetzt wird es ein bisschen besser. Marieka. Ist noch nicht vorbei, der Berg. Okay, jetzt wird es richtig knackig. Dann nehme ich euch noch mit. Ersten Gang, zweithöchste Unterstützung. Gucken wir mal. Ihr hört, der Motor meldet sich. Jetzt zeigt er die Steigung nicht an. Scheiße. Obwohl ich jetzt im größten Gang bin, ja, immer noch 160 Watt dafür reintrieben. 180. Das ist ordentlich. Ja, wunderschön. Ich zeige euch das. Ihr dürftet sehen,
ein schönes Tal. Ja, es gehört jetzt alles schon zum Altmühltal. Die Strecke, was ich mir ausgesucht habe, die schönen Stücke kommen erst noch, weil ich fahre die Tour eigentlich rückwärts als geplant. Ich habe mir die auf Komoot ein bisschen zusammengestellt. Meistens nehme ich mir da immer eine fertige Tour. Und ja, passt hier dann halt noch ein bisschen an meine Verhältnisse an, wie ich halt fahren will. Weil ich habe eben die auf 3 Tage aufgeteilt. Und ich fahre die jetzt eigentlich rückwärts, als die Regionen vorgesehen waren. Das hat jetzt einfach den Hintergrund, weil ich mir natürlich auch wieder ein bisschen umgeschaut habe nach Campingplätzen, weil ich schlafe heute mal garantiert nicht wild im Wald mit dem Zelt wieder. Das reicht mir vom letzten Mal noch, sondern ich habe mir jetzt 2 Campingplätze ausgesucht für die Nächte. Und das ist das eine, ich habe ein bisschen schauen müssen, wie die Campingplätze liegen. Und zum anderen natürlich die Stationen, wo ich mal nachladen kann. Und da war jetzt einfach die Strecke rückwärts für mich ein bisschen vorteilhafter, dass ich dann, ich denke mal, doch ganz gut durchkomme mit dem Akku und dann auch mit den Campingplätzen. Ja, ich werde jetzt hier mal kurz verschnaufen und dann geht es auch schon weiter. You got me acting out, you. All tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight. Promised me roses and hungry heads, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. And I can't even whisper in his heart to say, don't take my hand away from me. Please tell me. Worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here without you. Don't wanna walk another mile. I just can't. So please don't make me do it. Es wird echt zunehmend schöner. Ich schwenke hier mal ein bisschen nach rechts, wenn die Sinn haut. Was mir jetzt total gefällt, sind hier diese grünen Hügel rechts von mir. Es wird halt jetzt, ja, je weiter ich ins Altmühltal reinkomme, wird es halt jetzt doch auch hügeliger. Ich habe auch bis jetzt mit den Höhenmetern ganz gut Glück. Das sind dann aber bisher relativ kurze Anstiege, die sind ganz gut zu machen. Aber landschaftlich fällt mir richtig gut. Ich sehe das ein bisschen. Ja, ich befinde mich jetzt eigentlich da wahrscheinlich jetzt noch vor der nächsten Pause. Ich habe jetzt durch 43 Kilometer. Ich bin jetzt kurz vor der Ortschaft Tidding. Ja, ich hoffe, dass YouTube mir jetzt nicht hier den Ton zensiert. Das Kaff oder das Dorf heißt wirklich so Tidding. Und da werde ich dann wahrscheinlich noch mal eine kleine Mittagspause machen, bevor es dann für einen Endspurt in die Schlussetappe für heute geht, Richtung Campingplatz rüber. Mir gefällt es jetzt richtig gut, der Himmel reißt jetzt so ein kleines Stück auf. Die Landschaft verändert sich jetzt zunehmend in schönere. Also ich war nicht ganz sicher hier, wie die Route mir liegen wird, so vom optischen her, vom reizvollen her, wie ich die gelegt habe. Das war mehr oder weniger so ein bisschen blind gelegt. Aber ich muss sagen, ist wunderbar erschlossen. Jetzt auch den ganzen Weg bis hierher. Ich habe schon gemerkt, von Treuchtlingen über Weißenburg, das ist alles wunderbar erschlossen, weil da gehen natürlich auch Radfahrwege drüber. Das war also von den Radwegen her super erschlossen. Eben in Weißenburg hat es dann eben auch eine gute Möglichkeit gegeben, E-Bike-Akku aufzuladen. In Treuchtlingen habe ich auch schon eine Station gesehen.
Also das ist alles recht gut erschlossen, das wird es dann nicht noch besser, weil morgen fahre ich dann Richtung Eichstätt und es ist auch Teil eines Radfernwegs und ich gehe mal davon aus, dass das auch recht gut erschlossen sein wird. Also da freue ich mich jetzt schon wirklich auf alles, was kommt. So, ich bin jetzt auf den letzten Kilometern und bei Kilometer 61 und ihr seht hier rechts von mir, also das ist halt Altmühltal. Viel grün, viel hügelig. Es war jetzt auch alles schon deutlich hügeliger. Und suchen wir jetzt eigentlich mal so die letzten Kilometer den Campingplatz für heute. Ich bin sehr froh. Wir haben heute Dienstag, dass wir unter der Woche sind. Weil das sind eigentlich alles miteinander hier bisher recht gut erschlossene, ja, setzen wir Radwege, Radwanderwege. Ich könnte mir vorstellen, dass an einem sonnigen Wochenende, muss ich kurz aufpassen, wo ich hin muss, dass hier ziemlich der Punk abgeht mit Radfahrern, weil es waren jetzt teilweise mal recht schmale diese Trails dabei. Wenn da mal einer entgegenkommt, ist dann nicht mehr so angenehm. Aber heute unter der Woche richtig toll zu fahren. Hier die heimische Tierwelt. Ja, das ist richtig schön. Jetzt geht es mal wieder ein bisschen flotter runter hier. Ja, jetzt ist echt eine tolle Gegend. Habe ich mir jetzt gar nicht so gut vorgestellt, das alles mit dem Fahrrad zu abfahren, aber es ist echt super gut erschlossen. Mit dem ganzen Radwegenetz hier. War bisher eigentlich relativ wenig Straße dabei, jetzt, ich glaube von 61 Kilometern, boah, ich glaube keine 10 Kilometer Straße, vielleicht mal 5-6 Kilometer. Es gab vor Tilling eine Straße, die war ein bisschen länger, aber ansonsten sehr wenig Straßenanteil bis jetzt dabei, total angenehm. Ja, hier große Kuhweiden, ja, und vereinzelt kommen mal Biker entgegen. Freunde, es ist geschafft. Ich habe jetzt knapp 70 Kilometer runter. Ich bin am Campingplatz angekommen. Und was jetzt das Schöne ist, ich habe jetzt hier so eine Ecke zugeteilt bekommen. Da bin ich momentan, ich sage jetzt mal noch, ganz alleine. Ich denke, es ist so eine Ecke ein bisschen für ja, die Bikepacker, für die Radfahrer. Ich könnte mir aber vorstellen, wir haben jetzt gerade mal so ja, irgendwo zwischen 4 und 5, dass da vielleicht noch ein paar Nachzügler kommen. Ihr seht hinter mir so eine kleine Bank. Jetzt da im Hintergrund habe ich mein Zelt aufgestellt. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Das letzte Mal bin ich ja leider erwischt worden. Ich schwenke mal um. Ja, ich denke mal, das Bike, das werde ich dann hier mal ein bisschen festketten. Ja, das ist jetzt hier. Das soll so ein kleines Zwei-Mann-Zelt sein. Hat mir halt ganz gut von der Farbe her gefallen, weil es fügt sich halt, wie ihr seht, ganz gut in die Natur ein. Da ist es dann mal nicht so weiter dramatisch. Isomatte habe ich auch schon innen drinnen liegen. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennt. Ich habe mir hier so eine kleine geschützte Ecke ausgesucht, da mit der Hecke außenrum. Und das Tolle ist, hier in der Tischgruppe, da kann ich mir jetzt dann was zu essen machen. Ja, ich habe sogar meinen Campingstuhl dabei, den hätte ich mir eigentlich dann sparen können. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass da eine wunderbare Sitzgruppe ist. Und ja, da werde ich es mir jetzt dann heute Abend mal gemütlich machen. Was ich jetzt auch ganz cool fand hier bei dem Campingplatz, ich bin hier an der Gratzmühle, wer es kennt. Ich habe dann auch gleich einmal gefragt, wie das ist, ob es hier eine Möglichkeit gibt, für einen Akku zu laden. Also das ist total unkompliziert, man konnte direkt an der Rezeption sich eine von den Steckdosen schnappen. Ich habe da jetzt meinen Akku hinterlegt. Den muss ich jetzt dann bloß bis 18 Uhr wieder abholen, aber da ist ja nicht allzu viel, was fehlt. Und er ist jetzt gerade am Laden, den hole ich dann später. Und wenn ich den Akku geholt habe, dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach der Dusche, weil dieser Campingplatz hier, der ist echt riesig. Ich habe den Platz gesehen, der ist ziemlich riesig und dann schaue ich mich da mal ein bisschen um. Und ja, ich mache mir jetzt gerade mal ein Abendessen. Ich kann mal kurz rumschwenken. Das ist heute recht unspektakulär, einfach bloß so eine ja, Bolognese Spaghetteria. Also es passiert heute nicht mehr allzu viel in dem Ganzen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht überkocht.
Ja, ich bin hier in meinem Rasenabteil immer noch alleine. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da vielleicht der ein oder andere Bikepacker noch kommt, aber vielleicht kommen die noch, weil wenn jemand doch ein bisschen das Licht noch ausnutzt, dann kann das durchaus sein, dass da vielleicht später noch einer aufkreuzt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird es eine angenehme Nacht. Vor allem heute mit einem ganz, ganz anderen Gefühl, nämlich, dass ich ganz legal hier da bin. Es ist schon insgesamt ein bisschen beruhigender, wenn man solche Geschichten hier mit Zelt oder auch mit Tarp doch mal legal machen kann. Da gehen mal beste Grüße raus an den Gerhard. Ich weiß, dass du die Videos verfolgst. Gerhard ist mittlerweile ein recht guter Freund, mit dem ich mich einmal im Monat, ja, kann man durchaus sagen, einmal im Monat treffe. Der hat ein kleines Freizeitgrundstück und da können wir halt völlig legal kampieren mit Tarp, mit Lagerfeuer, mit allem drum und dran. Und es ist einfach anders. Man sitzt da viel entspannter, hat nicht irgendwie ständig immer ein bisschen so die Angst im Nacken, dass man dann doch erwischt wird irgendwie vom Förster oder vom Jäger oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, weil ich mache jetzt auf dieser Tour, wie ich es jetzt momentan habe, sind jetzt 3 Tage fahren, ein bisschen, 2 Übernachtungen dabei. Ich habe mir jetzt für morgen Abend dann auch schon mal einen Campingplatz rausgesucht, den ich dann ansteuern werde. Allerdings wird morgen die Etappe deutlich kürzer. Das war ein bisschen blöd geplant, weil heute habe ich knapp über 70 Kilometer runtergerissen. Morgen nach der aktuellen Planung sind es gerade mal ein bisschen über 40. Da muss ich mir noch ein bisschen Rahmenprogramm einfallen lassen, weil die 40 Kilometer, die hätte ich normalerweise in 2 Stunden unten. Jetzt habe ich das Ganze schon mal ein bisschen ausgeweitet, dass ich erstmal nach dem Campingplatz hier am Vormittag Richtung Bayern-Gries fahre. Da habe ich eine schöne Bäckerei gefunden, da werde ich dann praktisch mein Frühstück oder Mittagessen mal schauen, wann ich hier wegkomme. Dann genießen und mir noch ein bisschen was anschauen und dann ganz, ganz langsam entlang der Alpen, das ist ein wunderschöner Radweg, dann Richtung Eichstätt radeln, das ist mein Ziel morgen. Und unterwegs einfach mal ein paar Eindrücke sammeln und vielleicht einen oder anderen Umweg, dass ich einfach einen schönen Tag vollfüllen kann. Das ist jetzt mal so grob der Plan für morgen. Zweiter Tag. Ja, guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Es war auch soweit ganz ruhig. Ich habe die Wiese hier jetzt nach wie vor immer noch für mich alleine. Da ist ja kein Nachzügler mehr gekommen. Im Hintergrund habe ich mir schon Wasser jetzt hingestellt, so ein bisschen Porridge und einen Kaffee. Interessant war es vor den Temperaturen, weil da hatte ich ein bisschen Bedenken, weil die Prognosen waren, dass es doch einstellig runtergehen sollte. Ich habe heute wieder meinen kleinen Sensor am Start gehabt und der war jetzt im Zelt mit drinnen. Im Zelt hatte ich so um die 12 Grad. Das war okay. Jetzt hier draußen habe ich jetzt immer noch 9 Grad, also ist es tatsächlich ins Einstellige runtergegangen. Aber es war alles soweit okay, weil ich habe ja noch einen relativ neuen Down-and-Top killt, von dem ich noch nicht so ganz weiß, wo die Grenze liegt. Ich vermute nämlich irgendwo bei, ja, sagen wir 8, 9, 10 Grad. Schauen wir mal, aber hat alles weit hinkaut. Ja, ihr seht, es ist alles noch ein bisschen diesig, ein bisschen neblig. Wir haben hier einen See nebendran. Ich hoffe mal, dass ich von dem jetzt dann noch ein paar schöne Bilder machen kann. Und ja, ansonsten, ich werde jetzt mal ein kleines Vorfrühstück nehmen und dann zusammenpacken und dann zum eigentlichen Frühstück Richtung Bayern-Gries aufbrechen.